Guten Morgen! Ich habe nun endlich mein Sauerkraut geöffnet. Nach zweimal verschimmeltem Kraut habe ich nun wieder zum dritten Mal angesetzt und das Ergebnis, das seht ihr heute im Video. Dazu war gestern ein kleiner privater Rohkost-Potluck und stattgefunden hat der bei Silke, die ja sicher alle schon von ihrem Kanal Silke Leopold kennt. Wenn nicht, den Kanal habe ich unten in die Infobox gepackt. Und da sie ja komplett rohköstlich lebt, war es mal wieder besonders interessant in ihre Küche zu schauen. Und ich habe da ein Regal entdeckt. Das müsst ihr einfach sehen. Es ist absolut unglaublich. Hier das Video. So, die Silke, die ist nämlich jetzt gerade im anderen Zimmer und da bin ich mal in ihre Küche gegangen und ich dachte, mein Schweinfleisch, guckt euch das mal an hier, das ist alles irgendwelches getrocknetes Zeug. Das ist ja getrocknete Kiwi, erkenne ich, Fruchtleder, irgendwelche getrocknete Bananen. So sieht es also in der Küche von so einem absoluten Rohkost-Junkie aus. Das ist unglaublich. Unglaublich. Kerne, Nüsse, das ist wie so ein, wie so ein Hamster. Das ist Wahnsinn. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Also. Ja, und dann gab es natürlich auch was zu essen und jeder hat etwas Rohköstliches mitgebracht. Ich habe erstmalig den rohveganen Feta hergestellt. Das Video dazu, das findet ihr oben in den Infokarten. Und ja, kam auch sehr gut an. Wir waren 5 Personen und ja, hier mal ein kleiner Einblick, wie unser kleiner gedeckter Tisch aussah. So ist jetzt der kleine Gabentisch hier. Mariana ein kleines Potluck und jeder was mitgebracht und kurioserweise, obwohl man sich nicht abgesprochen hat, ist wieder was Herzhaftes, was Süßes, was Frisches, weniger Frisches, alles dabei. Ein Traum. Ein toller Abend mit vielen intensiven Gesprächen und einfach nur wunderschön. Vom Islam bis zu Porno-Webseiten wurde alles thematisiert und ich habe euch ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Weitet euer soziales Netz aus. Abende mit Freunden sind einfach wunderschön und erquickend und ein richtiger Live-Booster. Probiert es aus und denkt auch immer daran, dass andere Menschen eben auch gerne liebe Menschen kennenlernen würden. Und entsprechend solltet ihr fremde Menschen oder potenzielle Freunde mit offenen Herzen empfangen. Und ja, öffnet euch für den anderen Menschen und ihr seid einfach ja, willkommen im Herzen vom anderen Menschen und entsprechend eben auch zurück. Und ja, euer Leben wird fernab von Ruhm, Geld und gesellschaftlichen Druck einfach eine enorme neue Qualität bekommen. Und ich kann nur noch mal immer wieder ja, daran appellieren. Ansonsten denkt dran. Wenn ihr Lust habt, heute Abend 20 Uhr ist der Live Let's Talk. Also wenn ihr anrufen oder zuhören wollt, über was auch immer ihr reden möchtet, ihr seid herzlich eingeladen. Dazu ist die Mission Vegan 5 aufs nächste Level angekommen. Annika vom Kanal I Love Chlorophyll, den ihr auch in der Infobox findet, hat einen marokkanischen Kichererbseneintopf gemacht. Dessen Link findet ihr hier. Und ja, damit die kreativste, beste vegane Rezeptsammlung der Welt um ein weiteres Rezept bereichert. Die gesamte Playlist aller Rezepte und auch die Spielidee, die dem zugrunde liegt, die findet ihr oben in den Infokarten. So, aber nun zum Sauerkraut. Ich präsentiere voller Stolz den dritten Versuch, Sauerkraut selber herzustellen. Wie es diesmal gelaufen ist, seht selbst. Es ist wieder mal soweit. Sauerkraut. Ich habe das jetzt 5 Wochen stehen lassen und ja, ich bin gespannt. Bisher war es ja zweimal in die Hose gegangen. Jetzt habe ich mir so ein Profi-Equipment geholt und ich bin sehr gespannt und ich hoffe echt, dass das diesmal geklappt hat. Und wir werden es sehen. Ach, das ist der Geruch und der Blick. Wenn alles jetzt pelzig ist, dann glaube ich mit Topf direkt weg. Nee, ich glaube, es ist relativ gut. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja meine Hände nicht gewaschen und ich werde mir erstmal die Hände waschen. Bin gleich wieder da. So, also riechen tut es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich nehme mal jetzt die Beschwerungssteine raus. Also halb schlecht, aber nicht so, dass ich es nicht essen würde. Jetzt nehme ich, habe oben so die Blätter draufgelegt, die nehme ich jetzt auch mal raus. Und jetzt gar nicht, was ich das alles hintun soll hier.
Nee, die sind nicht angeschimmelt. Das riecht ein bisschen, aber nicht wirklich schlecht. Es riecht noch was. Es wäre schlimm, wenn es noch nicht riechen würde. Ich tue gleich die Kamera hierher, damit ihr seht, wie das aussieht. So, ich nehme mal die Kamera, guck mal. Also es ist sehr viel Wasser und darunter ist dann das Kraut. Aber das Kraut ist irgendwie sehr fest noch, also nicht so weich wie das Sauerkraut normalerweise ist. Aber ich werde einfach mal jetzt was auf den Teller legen. Erstmal werde ich jetzt hier die Lagen wegschmeißen. So, und werde einfach mal jetzt mal was auf den Teller legen. Aber wie gesagt, das ist noch richtig, richtig fest. Das bleibt ja, glaube ich, auch von selber. Von selber jetzt unter Wasser. Ohne Steinen, oder? Na, nicht ganz. Jetzt hätte ich die vielleicht doch nicht wegschmeißen sollen. Aber die Steine kann man ja auch wieder so drauflegen, bestimmt. Genau. Jetzt wird drauf gelegt. Ja, dann kosten wir mal. Also ich würde sagen, es ist noch nicht fertig, weil es ist noch relativ hart. Aber ich probiere es einfach mal. Das riecht nicht schlecht. Also, es schmeckt wie richtiges Sauerkraut. Es schmeckt gut. Es ist noch sehr bissfest. Also nicht so weich. Sehr bissfest und relativ mild. Aber, so ein leichter Salzgeschmack. Aber man schmeckt halt richtig diese Fermentation. Ich glaube, mir ist das erste Sauerkraut richtig geil gelungen. Und das mit dem Putz. Ich sag doch, Profi, ich krieg mir. Ich habe das vorher immer im Glas gemacht, hat es nie geklappt. Ich verlinke euch mal hier diesen Putz. Das ist auch relativ preiswert, also ich finde mal, was da kostet, irgendwie so 20, 30 Euro oder sowas. Also richtig schön hier mit Wasserrille und allem. Aber, na lieber Scholli, mein erstes eigenes Sauerkraut. 6, 7 Monate leiden an mein Ende. Wer die Videos gesehen hat von meinen Sauerkrautversuchen, der wird wissen, von was ich rede. Ich bin total stolz. Nur weiß ich nicht, ich habe da jetzt die Blätter weggeschmissen. Ich hoffe, dass ich den Stein, dass ich das so machen kann und. Aber das wird schon so funktionieren, denke ich mal. Richtig, richtig geil. Also, es muss an diesem scheiß Pott liegen und dass halt ein Glas nicht so gut funktioniert. Ansonsten, die Wasserrille war oben zweimal sogar ausgetrocknet. Ich habe mir das Kopf gemacht, da hatte ich schon Angst gehabt. Wie dem auch sei, ich bin glücklich. Mein eigenes Sauerkraut und jetzt die nächsten Wochen sind gesichert. Yes! Also, ich bin überglücklich, dass ich nun endlich Sauerkraut selber herstellen konnte und es wirklich richtig gut und geil geschmeckt hat. Beim zweiten Versuch, den ich dann anschließend machen werde, wenn ich das Sauerkraut gegessen habe, werde ich auch ein Rezept draus machen und euch das vorstellen. Einfach, ich bin nur total glücklich. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß am heutigen Video. Wenn ihr noch nicht genug Spaß hattet, dann empfehle ich euch noch einmal das gestrige Video über den Vater aller Veganer, Udo Pollmer. Und wenn ihr heute etwas mehr anspruchsvoll unterwegs seid, dann empfehle ich euch das Video, warum Brokkoli uns vor Krebs schützt. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch heute Abend zum Live-Talk einzuladen und ja, mich für eure Aufmerksamkeit heute zu bedanken. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.